Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich für die Einladung nach Stuttgart bedanken. Ich war hier auf diesem Campus noch nie, habe aber heute Nachmittag eine ziemlich beeindruckende Führung gekriegt durch die Labore hier, durch einige der Labore. Und ich kann Ihnen sagen, falls Sie die Gelegenheit haben, wenn hier mal Tag der offenen Tür ist, tun Sie das auch. Hier brodelt die Forschung, die Wissenschaft. Ich bin tief beeindruckt. Nun, ich bin jetzt hier hingekommen mit diesem Vortrag und wurde gerade sehr großspurig vorgestellt mit der Frage, wie funktioniert die Welt vom Elementarteilchen zum Kosmos. Ich möchte Sie darauf hinweisen, das habe ich absichtlich gemacht, das ist eine Frage. Ich habe nicht behauptet, dass ich Ihnen die Antwort gebe. Natürlich weiß ich die Antwort nicht. Denn wenn ich die Antwort wüsste, dann brauchten wir nichts mehr zu erforschen. Und wir forschen ja. Und das ist ja der Grund, warum wir alle diesen Beruf gewählt haben. Natürlich wissen wir nicht, wie die Welt funktioniert. Aber ich will Ihnen zeigen, was ein paar von den fundamentalen Problemen sind, die wir versuchen zu verstehen. Darum geht es eigentlich. Wenn Sie jetzt enttäuscht sind, dann mache ich eine kleine Pause und Sie haben Zeit, nach Hause zu gehen. Steht keiner auf? Na gut, dann versuchen wir es mal. Bevor ich so ein bisschen auf die Probleme eingehe, will ich Ihnen erstmal zeigen, was wir alles so verstanden haben heutzutage. Und zwar jetzt nicht generell in der Physik, sondern nur in der Physik des Allerkleinsten. Ich fange also bei den Elementarteilchen an und später gehen wir in das Allergrößte, in das Universum. Und diese beiden Dinge haben sehr viel miteinander zu tun, erstaunlicherweise. In der Elementarteilchenphysik reden wir heutzutage über ein, ja, wir nennen es Modell, man kann es auch eine Theorie nennen, die aber bestimmt unvollständig ist, nämlich, verkehrt rum, das Standardmodell der Elementarteilchenphysik. In diesem Standardmodell der Elementarteilchenphysik gibt es Spieler, wie in einer Fußballmannschaft, und die möchte ich Ihnen jetzt mal vorstellen. Dann gibt es gar nicht allzu viele, und wenn man ungefähr verstanden hat, wer da mitspielt, dann weiß man auch ungefähr, wie das funktioniert. Aber ich will das historisch machen. Fangen wir mal in der Vergangenheit an, nämlich ungefähr 500 vor Christi Geburt. Da hatte man ein sehr erfolgreiches Modell von der Materie und den Kräften zwischen der Materie und hatte eine sehr gute Idee, nämlich dass es Elemente gibt, irgendwie fundamentale Elemente, und die nannte man Luft, Feuer, Erde und Wasser, und die stehen auf komplizierte Weise miteinander in Verbindung, können sich auch ineinander umwandeln. Das ist genau die Grundidee, die wir heute auch noch haben. Und damit konnte man viele Phänomene erklären, trocken, kalt, feucht, warm, alles das hängt irgendwie damit zusammen. Es hat viele Anwendungen, deswegen ist es sinnvoll, sowas zu machen. Es ist ein bisschen grob, man hat also sehr schnell dann Dinge gefunden, die man damit nicht so gut erklären konnte, deswegen hat man das weiterentwickelt. Und dann machen wir einen großen Sprung in das Jahr 1869, da entstand das Periodensystem der Elemente, damals sprach man von Atomen, machen wir heute auch noch, und dieses System ist auch heute noch gültig und die Grundlage insbesondere aller chemischen Prozesse. Was sieht man da in dieser großen, etwas verwirrenden Tabelle? Das sind die chemischen Elemente, die da aufgeführt sind, und die sind nicht einfach nur da so hingeschrieben, so eine große Sammlung, gucken Sie mal, wie schön, sondern die sind sortiert, und das ist der springende Punkt. In dieser Sortierung steckt Verständnis, wie diese Materie, wie diese Atome aufgebaut sind. Sie sind nämlich nicht elementar, sondern sind zusammengesetzt aus Kernen und Hüllen aus Elektronen. Und diese Hüllen, diese Elektronenhüllen, die sind für die Chemie verantwortlich und die geben dann auch den Atomen ihre chemischen Eigenschaften. Und dann ist es so, dass man die Atome hier so untereinander geschrieben hat, weil nämlich diese Atome, die in einer so einer Gruppe hier stehen, alle mehr oder minder die gleichen chemischen Eigenschaften haben. Und das liegt daran, dass sie gewisse Ähnlichkeiten haben in ihrer Elektronenhülle. Das heißt also, wenn ich hier horizontal durchgehe, durch diese Tabelle, dann wiederholen sich die chemischen Eigenschaften periodisch. Und deswegen heißt das Periodensystem der Elemente. Was man hiermit aber nicht so richtig verstehen kann, dafür ist es auch nicht gedacht, ist, was eigentlich tiefer im Inneren vor sich geht, nämlich wenn ich in das Atom hineingehe, eine Vergrößerung mache um einen Faktor 10.000,
Und dann sehe ich da plötzlich in der Mitte ein Objekt, was also viel kleiner ist als das ganze Atom. Das ist der Atomkern, was fast die gesamte Masse, also das Gewicht des Atoms ausmacht. Und was innerhalb von diesem Atomkern vor sich geht, darüber sagt uns dieses Periodensystem relativ wenig. Deswegen haben wir einen weiteren Schritt gemacht und jetzt kommen wir in Elementarteilchenphysik, wo wir wirklich gefragt haben, was sind die möglicherweise elementaren Teilchen, sicher weiß man das nie, aus denen das Atom besteht. Woraus besteht die Materie, wenn man ganz tief reingeht? Und das Periodensystem, was wir heute haben, sieht tatsächlich einfacher aus als dieses hier und ähnelt wieder so ein bisschen dem, was man 500 vor Christi hatte. Da gibt es nämlich Materieteilchen, die hier, die nennt man Quarks und Leptonen. Und dann gibt es die in grün. Das sind tatsächlich Teilchen, die für die Kräfte zwischen den Teilchen verantwortlich sind. Das heißt, interessanterweise beschreiben wir auch Kräfte über Teilchen. Das hört sich verrückt an. Ja? Aber spielen Sie mal Federball miteinander. Wenn Sie sich den Federball, die Federbälle zuschlagen, dann spüren Sie immer, wenn Sie einen Federball trifft, so einen kleinen Rückstoß. Das heißt, Sie können über den Austausch des Federballs können Sie mit Ihrem Gegenspieler Kräfte austauschen. Und genauso machen das die Elementarteilchen auch. Die schmeißen sich diese Teilchen hier zu oder spielen die mit kleinen Federballschlägern hin und her. Sie können sich damit sogar anziehen, nicht nur abstoßen. Und da unten ist ein Teilchen, ja, das steht ein bisschen abseits, aber das haben Sie bestimmt alle gehört, das ist das Higgs-Teilchen, auch Higgs-Boson genannt, was den großen die große Sensation dann war 2012, als das gefunden wurde. Jetzt gucken wir mal ein bisschen genauer. Das ist also hier die Materie, nur das, was links steht. Und diese Materieteilchen sind jetzt auch nicht einfach so wild hingeschrieben, sondern diese Materieteilchen sind sortiert hingeschrieben. Und es ist jetzt wieder so, dass es da jeweils drei gibt, die ähnliche Eigenschaften haben. Und weil wir bösartig sind, haben wir jetzt das Periodensystem um 90 Grad gekippt. Das hier sind drei Teilchen, die die gleichen Eigenschaften haben, das nochmal, das nochmal, das nochmal. Das heißt, es gibt drei Perioden, die wir Familien nennen. Das ist die erste, das ist die zweite und das ist die dritte. Und soweit wir wissen, gibt es nicht mehr. Soweit wir heute wissen, wo ich jetzt hier stehe. Ja? Vielleicht, wenn es vor einer Stunde was Neues entdeckt wurde, weiß ich es noch nicht. Die da sind die Kraftteilchen. Die machen also die Wechselwirkungen. Und das Higgs-Teilchen, das ist dafür da, dass die anderen Teilchen eine Masse bekommen. So, was kommt jetzt im Atom alles vor? Da haben wir zum einen hier unten in der untersten Periode hier, die Teilchen werden nach rechts übrigens immer schwerer. Das ist das leichteste dieser Teilchen, das ist das Elektron, was Sie alle kennen. Das ist das, was in der Atomhülle rumschwirrt, das macht den elektrischen Strom, der dafür verantwortlich ist, dass Sie jetzt dieses Licht da sehen, durch den Projektor, das ist das Elektron. Das Elektron hat zwei Partner, die schwerer sind, den nennt man Myon und Tau, die sind alle einfach elektrisch geladen. So, und dann kommt der Atomkern in der Mitte. Der Atomkern, der besteht aus Protonen und Neutronen, aber diese Protonen und Neutronen bestehen tatsächlich aus Quarks. Und soweit wir wissen, sind die Quarks die elementare Stufe. Und zwar nur aus den Quarks von dieser ersten von der ersten Familie, von der ersten Periode. Also das Proton zum Beispiel hat zwei Upquarks und einen Downquark. Das Neutron zwei Downquarks und einen Upquark. Dann gibt es diese Teilchen hier, die oberhalb von dem Elektron stehen. Das sind die berühmten Neutrinos, die Geisterteilchen. Die sind nämlich im Gegensatz zum Elektron nicht geladen. Die sind neutral und spüren deswegen die elektrischen, magnetischen Kräfte auch nicht und spüren auch keine Kräfte, die in den Kernen herrschen. Sie spüren nur eine ganz schwache Kraft. Und die gibt es wirklich, diese schwache Kraft. Darüber werden diese Neutrinos nämlich erzeugt. Das ist also was anderes als die elektromagnetische Kraft. Beispielsweise entstehen extrem viele Neutrinos in Sternen, insbesondere auch unserer Sonne. Und wenn Sie hier da so jetzt gerade in Ihre Hand gucken, dann fliegen unzählig viele Neutrinos gerade in diesem Moment durch Ihre Hand durch. Die tun aber nichts, denn die haben so geringe Wahrscheinlichkeit, mit Materie
in Wechselwirkung zu treten, dass sie einfach durch sie, durch die Erde, durch 1000 Erden, durch 100.000 Erden einfach durchfliegen, normalerweise ohne irgendwas zu merken. Die entstehen auch in großer Zahl, wenn Sterne explodieren, in sogenannten Supernova-Explosionen. Dann gibt es so einen richtigen Ausbruch von Neutrinos. Auch sowas haben wir schon mal gemessen, im Jahr 1987. Da ist in einer großen Magellanschen Wolke ein Stern explodiert. Das war ein großer Glücksfall. Das war so nah, dass wir die Neutrinos sehen konnten. Ja, und sind die Neutrinos auch allgegenwärtig wegen der Radioaktivität. Die wird also auch durch die schwache Kraft vermittelt. Und da kommt es also zu Zerfällen von Kernen, in denen dann unter anderem Neutrinos entstehen. Und die gibt es auch überall, auch in ihrem Körper. Ja. Also die ist natürlich relevant, denn da entstehen nicht nur Neutrinos, sondern auch Elektronen. Und die können dann schon auch Schaden anrichten, weil sie geladen sind. So, dann gucken wir uns mal die anderen Burschen an, in grün, die Kraftteilchen. Wofür sind die denn verantwortlich? Das erste hier oben, das ist das Lichtteilchen, Photon genannt. Das ist das Teilchen, was die elektrischen und magnetischen Kräfte im Endeffekt vermittelt. Das ist also dasjenige Teilchen, was permanent in großer Zahl ausgetauscht wird, um die Elektronen zum Beispiel um einen Atomkern zu binden und ein neutrales Atom zu binden. Wieso ist es dann so, dass diese Protonen hier in dem Kern sich anziehen? Die sind beide positiv geladen und vielleicht wissen Sie aus der Schule, dass gleichgesinnte Ladungen sich abstoßen. Eigentlich sollten die Protonen sich abstoßen. Das liegt daran, dass es eine andere Kraft noch gibt, die viel stärker ist als die elektromagnetische Kraft. Wir nennen die auch die starke Kraft. Und die hat auch so ein Teilchen wie das Photon, was ausgetauscht wird. Und das nennen wir Gluon, das Klebeteilchen. Das hält die Quarks zusammen in den Protonen und Neutronen und hält auch die Protonen und Neutronen zusammen letztendlich. Und dann gibt es noch diese beiden hier, genannt Z und W. Das sind die entsprechenden Partner für die schwache Kraft, die also die Radioaktivität vermittelt und die Neutrinos erzeugt. Und schließlich gibt es dann noch das Higgs-Boson, hatte ich schon gesagt, das macht mit einem bestimmten Mechanismus die Masse. Das heißt, das Higgs-Teilchen, das ist das zugehörige Feld, das erfüllt das Universum und die Teilchen spüren unterschiedlich viel Widerstand, wenn sie durch dieses Feld hindurchlaufen wollen. Das bedeutet also, dieses Higgs-Boson hier, das möchte ganz besonders gerne Teilchen greifen, die schwer sind. Das werden wir dann nachher noch sehen. Gut, da waren natürlich jetzt noch viel mehr Teilchen in der Tabelle, die hier zum Beispiel, die hatte ich gar nicht erwähnt, die hier unten auch. Die kann man zwar kurzzeitig erzeugen an Teilchenbeschleunigern, die sind schwerer als die anderen, die links stehen. Wie machen wir das? Wir schießen irgendwas zusammen, zum Beispiel Protonen mit viel Energie. Und dann wissen Sie vielleicht, dass Einstein uns erklärt hat, dass Energie und Masse äquivalent sind. Man kann also Energie in Masse umwandeln und Masse in Energie umwandeln. Und das nutzen wir aus. Wenn wir viel Energie zusammenbringen auf kleinem Raum, können wir auch schwerere Teilchen aus dieser Energie erzeugen. Und die zerfallen aber sehr schnell wieder, die sind instabil. Das heißt, die kann man nur kurzzeitig machen und dann muss man sie schnell untersuchen und dann sind sie wieder weg. Und das gilt also für alle diese hier, diese schwereren Quarks und auch die Partner vom Elektron und auch für diese Kraftteilchen, ZW und auch das Higgs-Boson, sind alle sehr instabil. Jetzt gibt es die erste Frage, die ich nicht beantworten werde. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was diese Teilchen für Massen haben, das ist in diesem kleinen Diagramm hier aufgetragen. Da haben wir also diese verschiedenen Symbole, die wir gerade in der Tabelle gesehen haben. Das sind die Neutrinos, da ist das Elektron, hier sind die Quarks, da die schwereren Kraftteilchen. Und hier ist die Masse in einer merkwürdigen Einheit angegeben, die Elektronenvolt heißt. Das ist jetzt aber nicht weiter wichtig. Wichtig ist aber, dass zwischen den Strichen hier jeweils ein Faktor 1000 liegt. Also von hier nach da ist 1000, das eine Million, da kommt eine Milliarde, dann sind es 1000 Milliarden, das nächste Billion. Das heißt, das sind gewaltige Faktoren, wenn ich von hier unten nach da oben gehe. Und wenn ich mir jetzt nur das Elektron und seine Partner angucke, dann habe ich da schon einen Faktor 3500 zwischen dem schwersten und dem leichtesten. Wenn ich mir die Quarks angucke, dann habe ich einen Faktor von 75.000. Auch diese Austauschteilchen hier sind extrem schwer. Bei den Neutrinos, sage ich nachher noch was zu, ist es so, dass die im Standardmodell
als masselos erklärt werden. Wir haben aber inzwischen gelernt, dass sie doch eine kleine Masse haben. Das ist bereits jenseits dieses Standardmodells. Aber wir wissen nicht, wie groß sie ist. Wir wissen nur, dass sie sehr, sehr klein ist. Und diese Punkte, die hier eingetragen sind, sind die Werte, die die Masse nicht übersteigen kann. Vermutlich ist die Masse sehr viel kleiner, als diese Dreiecke hier das angeben. Wenn Sie jetzt von hier unten, von der Masse des leichtesten Neutrinos bis hoch zum Topquark gehen, dann haben Sie also hier diesen ganzen Faktor von einer Billion. Und dieses komische Spektrum, das ist nicht regelmäßig, es geht extrem stark nach oben, das ist nicht erklärt in diesem Standardmodell. Alle diese Massen kann man nur messen. Aber das will uns doch irgendwas sagen, das springt doch ins Gesicht, dass da irgendwas dahinter stecken muss, dass das so komisch ist. Und wir wissen wirklich überhaupt nicht was. Das ist ein Problem. Auch das Higgs-Boson hilft uns da nicht weiter. Das erklärt uns, wie die Massen erzeugt werden, aber nicht, wie groß sie sind. Gut, dann gucken wir jetzt mal ein bisschen in die Techniken, die wir verwenden. Obwohl Elementarteilchenphysik sich sehr esoterisch anhört, ist es tatsächlich so, dass es schon eine sehr praktisch angewandte Wissenschaft ist, wenn es darum geht, Experimente zu machen. Also, wie beschleunige ich erstmal Teilchen auf so große Energien und wie weise ich sie dann, das, was ich dann erzeuge, nach? Und der größte Beschleuniger, der heutzutage im Betrieb ist, ist der Large Hadron Collider am CERN, kurz LHC. Sie sehen hier ein Luftbild von der Region von Genf, da ist der Genfer See, hier ist der Flughafen. Das CERN-Gelände, das Haupt-CERN-Gelände liegt hier. Und diese weißen Linien, die da eingezeichnet sind, das sind Transferlinien, Vorbeschleuniger und hier der LHC, aber die sind in das Bild eingemalt. Die sieht man nicht oberirdisch, die sind unterirdisch, verschandeln also nicht die Landschaft, wie das hier aussieht. Wie groß ist dieser Ring? Hier sieht man, das ist ein ganz kompliziertes System von Vorbeschleunigern und Hauptbeschleunigern. Und dieser Hauptring hier, der hat einen Umfang von 27 Kilometern. Und da kollidieren Protonen mit einer Energie, wie wir sagen, von 6,5 Teraelektronenvolt. Das werde ich Ihnen gleich noch erklären, was das für eine Energie ist. Das passiert alle 25 Milliardenstel Sekunden. Da stoßen Pakete von 100 Milliarden Protonen zusammen. Dabei finden 40 Stöße statt. Die anderen fliegen einfach vorbei. Da ist hauptsächlich nichts. Diese Protonen sind halt sehr kleine Teilchen. Und das bedeutet also, dass wir alle 25 Milliardenstel Sekunden 40 solche Proton-Proton-Stöße aufzeichnen. Und dann die Informationen verarbeiten müssen. Das ist eine große Herausforderung. Lassen Sie mich kurz was zu den 6,5 Teraelektronenvolt sagen. Diese Energie entspricht, wenn ich die in Masse umrechne, ungefähr 6600 Protonmassen. Das heißt, ich schieße ein Proton rein, die Energie von dem einen Proton ist aber 6600 mal so groß, wie in der Masse steckt von diesem Proton. Das bedeutet, die Masse ist völlig irrelevant geworden. Es ist praktisch nur die Bewegungsenergie, die ich hier zur Verfügung stelle. Das bedeutet auch, dass das Proton sich praktisch mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Nämlich, ich hoffe, ich habe die Zahl der Neunen nicht falsch ausgerechnet, lesen Sie es selbst. Der hat 99, ganz viele 9% der Lichtgeschwindigkeit. Das ist Lichtgeschwindigkeit. Ja? Die Energiedichte, die jetzt entsteht, wenn ich so eine Energie auf das Volumen eines Protons konzentriert, die stoßen ja zusammen, bringe, das ist die Energiedichte, die Mikrosekunden nach dem Urknall, der hier gerade schon mal stattgefunden hat, im Universum geherrscht hat. Das heißt, mit diesen Experimenten gehen wir in diese Zeit zurück und können studieren, was da passiert ist. Jetzt sehen Sie die kosmische Verbindung. Und natürlich, wenn man so viel Energie hat, dann kann man auch Teilchen machen, die sehr schwer sind. Also im Teraelektronenvolt-Bereich massenäquivalent liegen. Und genau deswegen hat man den LHC gebaut. Nun braucht man natürlich auch noch Instrumente, um die Teilchen alle aufzuzeichnen. Und jetzt gibt es eine kleine Vorlesung. Das kann ich mir nicht verkneifen. Wie funktioniert das? Die Detektoren sind ziemlich groß. Die kosten auch ein bisschen Geld. Das hier ist der Atlas-Detektor, einer von den Vielzweckdetektoren. Sie sehen hier ein Bild innen rein.
in den Detektor zum Zeitpunkt, wo er aufgebaut wurde. Da war er so leer. Jetzt ist das alles voll. Hier sieht man nur ein paar Toroidspulen für ein Magnetfeld, was hier dann außen rumläuft. Und hier innen drin, das sind alles Subdetektoren, die da reingepropft sind heutzutage. Da kann man also nicht mehr rein. Und hier ist ein Mensch. Wir sehen also, das ist ein ziemliches Gerät. Sie sehen hier oben auch, dass der aufgebaut ist wie ganz viele ineinander geschachtelte Konservendosen. Also immer ein Zylinder mit zwei Deckeln. Und das, genau das hat auch einen Sinn, warum das so ist. Der Partnerdetektor, der ebenfalls so für alles gebaut wurde, als Entdeckungsdetektor, heißt CMS. C steht für kompakt, weil er nämlich kleiner ist als Atlas, aber viel schwerer. Er ist kompakt, aber immer noch. Also der Mensch da ist ziemlich klein gegen den Detektor. Und hier sehen Sie einen Teilausschnitt von dem Detektor. Das zweite Vielzweckexperiment sieht auch aus wie ineinander geschachtelte Konservendosen. Wie funktioniert das und wieso haben wir da ineinander geschachtelte Konservendosen? Dazu machen wir mal einen Schnitt. Das ist hier der CMS-Detektor wieder von der Seite betrachtet und wir schneiden jetzt hier mal so ein Kuchenstück raus und vergrößern das. Das sieht dann so aus. Da in der Mitte ist der Punkt, wo die Protonen zusammenstoßen und die ganze Schönheit entsteht. Da entstehen Teilchen. Die Teilchen spritzen dann nach außen und fliegen meistens mit fast Lichtgeschwindigkeit durch den Detektor. Im inneren Teil ist der Detektor super leicht gebaut. Da sind also insbesondere ganz dünne Halbleiterdetektoren drin, die in der Lage sind, den Teilchen hier nur ein ganz klein bisschen Ionisation, also ganz wenig Energie wegzunehmen, um elektrische Signale zu erzeugen. Aber die Teilchen werden fast nicht beeinflusst und fliegen also hier lustig nach draußen, bis sie dann die erste massive Lage treffen hier. Diesen nennen wir Kalorimeter. Davon gibt es zwei Stück, aus gutem Grund. Denn es gibt einige Teilchen, die bleiben im ersten Kalorimeter bereits hängen und andere brauchen das zweite auch noch. Damit können wir diese Teilchen unterscheiden. Diese Kalorimeter können aus Blei, Eisen, Wolfram, also richtig, das sind aus massiven Materialien bestehen. Es gibt trotzdem Teilchen, die durch alle diese Materialien noch durchfliegen, die wir trotzdem sehen, die also so eine Ladungsspur hinter sich lassen. Das sind die Myonen, die Partner, die schwereren Partner des Elektrons. Die würden dann so aussehen. Die fliegen hier durch alles durch und hinterlassen überall Spuren, auch noch in den Detektoren, die hinter dem Kalorimeter stehen. Das sind nochmal solche Spurkammern, wo das Myon einfach durchfliegt. Sie sehen also, verschiedene Teilchen führen zu verschiedenen Signaturen. Deswegen baut man die Detektoren so. Und dann wundern Sie sich vielleicht noch, warum diese Teilchenbahnen hier krumm gezeichnet sind. Weil wir gerade kein Lineal zur Hand hatten. Nee. Man erzeugt mit viel Mühe und supraleitenden Spulen und all solchen Sachen in diesen Detektoren sehr starke Magnetfelder. Dieser Detektor zum Beispiel hat hier eine Zylinderspule, die geht hier so ganz rum, und die erzeugt im Inneren hier ein Magnetfeld, was in die Tafelebene reinzeigt, und zurückkommt es dann hier außen in diesem Magnetjoch, da zeigt das Magnetfeld aus der Tafelebene raus. Und wenn ein Teilchen, ein geladenes Teilchen durch ein Magnetfeld fliegt, dann wird es seitlich zum Magnetfeld abgelenkt. Macht also so eine Bananenkurve wie diese Teilchen hier, je nach Ladung, in der einen oder anderen Richtung. Und hier das Myon zum Beispiel wird erst in die eine Richtung abgelenkt und dann ändert aber jetzt hier außen das Magnetfeld die Richtung und dann wird es in die andere abgelenkt. Und wieso machen wir das? Nun, diese Krümmung ist für uns eine Messgröße. Und aus der Krümmung können wir direkt messen, der physikalische Begriff ist Impuls, welchen Impuls die Teilchen haben. Das ist so etwas Ähnliches wie die Energie. Ja? Wir wissen also, wo es hingeflogen ist, welche Energie es trägt und wir wissen, welches Teilchen es ist. Sehen Sie, was wir machen? Wir nehmen wirklich ein Bild von dem, was hinten rauskommt und wollen alles identifizieren, was da rauskommt. Wir müssen wissen, was das ist, sonst kann man nicht verstehen, was in der Wechselwirkung stattgefunden hat. Und noch ein Irrtum sollte ich hier gleich ausräumen. Für uns ist das so selbstverständlich, dass man es immer vergisst zu sagen. Jedes Ereignis, was wir sehen, ist anders. Keine zwei Ereignisse sind gleich. Das ist alles Quantenphysik auf tiefster Ebene. Das ist alles zufällig. Wir müssen sehr, sehr viele Ereignisse nehmen und diese Sachen statistisch dann auswerten, um eine Schlussfolgerung ziehen zu können. Ja, so ist das in der Quantenmechanik. Es ist also nicht immer das Gleiche, was da passiert.
Und Leute haben nach dem Anschalten des LHC am nächsten Tag gefragt, na, habt ihr jetzt das Higgs gesehen und ist das Experiment jetzt fertig? Nee, wir müssen 30 Jahre lang arbeiten, um wirklich zu sehen, was wir sehen wollen. Ja, nehmen wir mal dieses Higgs-Boson als Beispiel. Wie hat man das denn dann eigentlich entdeckt? Nun, hier ist ein Ereignis, von dem ich nicht behaupten kann, dass es der Zerfall eines Higgs-Bosons ist, von dem ich aber sagen kann, dass es höchstwahrscheinlich der Zerfall eines Higgs-Bosons ist. Jedes Ereignis ist anders und alles, was passieren kann, passiert. Es gibt sogenannte Untergrundprozesse, die genauso aussehen. Das sind sozusagen Fake News im Detektor. Die haben wir auch. Die müssen wir messen und sie dann abziehen von den wahren Nachrichten, die wir sehen. Aber das ist also mit großer Sicherheit der Zerfall eines Higgs-Bosons in zwei Photonen, Lichtteilchen. Und woher wissen wir, dass das so ist? Nun, Sie sehen, da sind hier eine ganze Menge Teilchen zu sehen, die ihre Spuren hinziehen im Detektor. Das sind Teilchen, die durch die Bruchstücke des Protons erzeugt werden. Also typischerweise machen die Quarks dann irgendwelche Teilchen, die durch die Gegend fliegen und die man hier sieht. So ähnlich sind wir das Proton und das Neutron. Aber dann sieht man hier diese gelben Einträge in dem inneren Kalorimeter. Abgewickelt ist das hier nochmal gezeigt, das sind die Energieeinträge, diese riesigen Türme. Und das ist der Fingerabdruck des Photons. Das Photon bleibt nämlich innen im Kalorimeter hängen, macht da einen riesigen Energieeintrag, nämlich genau die Energie, die es trägt, wird da deponiert. Und das Photon ist als neutrales Teilchen eins, was hier im inneren Teil des Detektors keine Spur hinterlässt. Das ist eine ganz eindeutige Signatur. Jetzt wissen wir natürlich noch nicht, dass das Higgs-Teilchen ist. Aber wenn Sie jetzt annehmen, dass diese beiden Photonen etwas miteinander zu tun haben und von dem Zerfall eines Teilchens kommen, dann können Sie aus der Richtung, die die Photonen dann nehmen und ihre Energie ausrechnen, welche Masse dieses Teilchen dann gehabt hätte, aus der Messung. Und wenn Sie jetzt feststellen, dass es da eine Klasse von Ereignissen gibt, wo diese Masse immer gleich ist, dann haben Sie ein neues Teilchen gefunden oder ein bekanntes Teilchen. Ja? Wenn Sie an der Stelle noch nichts hatten, haben Sie ein neues gefunden. Und wir wissen, dass das Higgs-Teilchen in zwei Photonen zerfällt und genau so ging das. Hier sehen Sie ein anderes Beispiel. Das Higgs-Teilchen kann auch anders zerfallen. Das kann zum Beispiel in zwei von diesen Kraftteilchen der schwachen Wechselwirkung, zwei Z-Bosonen zerfallen, die ihrerseits kurzlebig sind und weiter zerfallen. Und beispielsweise, nicht immer, aber beispielsweise zerfallen können in die Partner des Elektrons, die Myonen, die so durchdringend sind, hatte ich Ihnen vorher gezeigt im Detektor. Zwei Myonen, ein positives, ein negatives von dem einen Z-Boson, zwei Myonen, ein positives, ein negatives von dem anderen Z-Boson. Und da sind die, diese roten Spuren hier, die hinterlassen also noch Spuren außen, außerhalb der Kalorimeter. Da laufen sie lang, hier noch eins und da noch eins. In der Seitenansicht sieht das so aus. Und das Erstaunliche ist, wenn Sie jetzt diese vier Myonen nehmen, die Sie da gemessen haben, und sagen, nehmen wir doch mal an, diese vier Myonen kämen von dem Zerfall eines Teilchens. Welche Masse müsste es dann haben? Dann bekommen Sie dieselbe Masse raus wie gerade bei den beiden Photonen. Jetzt wird schon ziemlich spannend. Und da fängt man schon langsam an dran zu glauben. Wenn Sie dann noch andere Kanäle angucken, hier zum Beispiel habe ich ein Ereignis, alles echte Ereignisse natürlich, ja, herausgesucht, wo eins von diesen Z-Teilchen in ein E-Plus, E-Minus-Paar zerfällt, also in Elektronen und Positronen anstatt Myonen. Das kann auch passieren. Sehen Sie hier oben wieder im Detektor, da gibt es diese Spuren, die nach ganz außen laufen, das sind die Myonen und die Elektronen, das sind diese grünen Spuren hier, die dann aber im inneren Kalorimeter hängen bleiben, genauso wie das Photon. Das ist der Fingerabdruck des Elektrons. Hier oben im seitlichen Bild sehen Sie es nochmal schön. Die Elektronen haben Spuren und bleiben dann hängen. Ein Photon würde diese Spuren nicht haben, sonst genauso aussehen. Und wieder, wenn Sie annehmen, das kommt von einem Teilchen, bekommen Sie dieselbe Masse. So, jetzt etwas wissenschaftlicher. Jetzt haben wir gemessen, bis zum Jahr 2012, haben Daten gesammelt und haben alle Ereignisse angeguckt, wo zum Beispiel wir zwei hochenergetische Photonen gemessen haben. In den allermeisten dieser Ereignissen haben diese beiden Photonen überhaupt nichts miteinander zu tun. Die sind völlig unabhängig voneinander erzeugt worden. Und wir nehmen jetzt zwei Photonen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben und rechnen daraus eine Masse aus. Dann kriegen wir irgendwas raus. Ziemlich häufig eine kleine Masse, ziemlich selten eine große Masse. Und das kann man jetzt statistisch auftragen in einem Histogramm. Da ist hier unten die Masse aufgetragen
und nach oben einfach die Anzahl der Ereignisse. Das heißt, ich mache eine Strichliste, bei jedem Massenwert hier zähle ich, wie viele habe ich da gefunden, und dann mache ich da oben einen Punkt hin bei der Anzahl. Und das mache ich bei allen Massen. Und dann kriege ich dieses abfallende Spektrum, wie wir sagen. Das ist einfach der Untergrund durch Kombinieren von irgendwelchen Photonen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Wenn Sie dann aber genau hingucken, dann sehen Sie, dass hier an dieser Stelle so eine komische Beule ist, so ein Huppel. Und für die Experten hier, diese Punkte, da haben auch statistische Fehlerbalken und die sind viel kleiner als die Strukturgröße. Das heißt, das ist signifikant. Wenn ich jetzt hier diese Form von dem Untergrund, diese glatte Kurve hier, blau gestrichelt da, abziehe, bekomme ich genau so einen Huckel an der Stelle. Das ist das Higgs-Boson. Dort, wo diese Ereignisse liegen, nach unten projiziert, liegt die Masse des Higgs-Bosons. Die liegt bei 125 Gigaelektronenvolt. Ist also ein bisschen leichter als das Top-Quark. 100, ich weiß nicht, 40 Mal oder so schwer wie das Proton. Ganz schön schwer. Wenn Sie jetzt einen anderen Kanal genauso behandeln, zum Beispiel hier den Fall von Higgs in ZZ, geht in die 4 Myonen oder 2 Myonen, 2 Elektronen, alles zusammen, dann bekommen Sie auch so ein Spektrum. Das sieht ein bisschen komplizierter aus als hier, kann man aber genauso behandeln. Die Datenpunkte sind wieder die schwarzen, hier. Und das Blaue ist das, was wir gemessen haben. Also es gibt Methoden, diese Untergründe zu messen, was wir als Untergrund gemessen haben. Das ist also das, was nicht vom Higgs kommen kann. Das ist das, was das Standardmodell ohne Higgs-Teilchen erzeugen würde. Und Sie sehen, bei 125 GeV machen die Datenpunkte diese rote Exkursion hier über dem Untergrund. An genau der gleichen Stelle liegt da auch dieser Peak. In dem Moment, wo es dann noch 5 Standardabweichungen waren, schrien alle Leute Discovery. Im CERN standen die Leute auf, als der Vortrag gehalten wurde und die Signifikanz auf 5,0 irgendwas Standardabweichungen stieg, und haben 10 Minuten geklatscht. Viele von den Leuten haben Jahrzehnte für diesen Augenblick gearbeitet. Sie mögen sich wundern, was dieser große Peak hier vorne ist, der aber genau mit dem Untergrund übereinstimmt. Das sind die Zerfälle einzelner Z-Bosonen, die auch mal eine Entdeckung gewesen wären, vor einigen Jahrzehnten, in 4 von diesen Teilchen. Das kann auch passieren, und dann haben wir hier gerade die Z-Masse, die liegt da. Das Z-Boson ist so schwer, wie das Zentrum dieses Peaks hier anzeigt. So, dieses neue Teilchen ist eine riesige Sensation. Das war das letzte Teilchen, was im Standardmodell fehlte, aber es war auch anders. Es war anders als alles, was wir jemals kannten. Elementarteilchen trugen nämlich bis zu dem Zeitpunkt, alle bekannten Elementarteilchen trugen einen sogenannten Eigendrall, den nennen wir Spin. Man kann sich das als so eine Eigenrotation vorstellen. Und dieses Higgs-Teilchen ist das erste elementare Teilchen, wenn es dann elementar ist, welches keinen Spin hat. Es hat einen Spin 0. Man nennt sowas ein Skalarteilchen. Das ist hochinteressant, dass es sowas gibt, denn wir wissen, dass es in der frühen Phase des Universums, ganz, ganz früh nach dem Urknall, einen Moment gegeben hat, wo sich das Universum ganz stark aufgebläht hat. Und das wird vermutlich vermittelt durch ein skalares Teilchen. Das ist ein Phasenübergang. Einige Leute behaupten, das ist dieses Higgs-Teilchen. Andere Theoretiker fangen an, aggressiv zu werden, wenn man das sagt. Deswegen halte ich mich da jetzt mal raus. Ich bin ja auch Experimentator. Aber es ist wichtig, dass es solche skalaren Teilchen gibt. Und die gibt es jetzt. In diesem Achterbahnbild hier möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen, wo wir nun zufällig gelandet sind. Ja, das wussten wir vorher nicht. Hier ist jetzt mal aufgetragen, wie häufig so ein Higgs-Teilchen in welche Endzustände zerfällt. Wir hatten den Gamma-Gamma-Endzustand gesehen gerade, das ist der hier, den ZZ, das ist der da, und es gibt noch viele andere. Und hier ist aufgetragen, was uns das Standardmodell sagt, wie häufig das Higgs-Boson in welche Endzustände zerfällt, als Funktion der Masse des Higgs-Bosons. Wir wussten ja nicht, wie schwer es ist. Und so kann ich jetzt hier bei jeder Masse ablesen, was alles passieren kann und wie häufig. Die Häufigkeit ist nachher oben aufgetragen. Wenn ich zum Beispiel ein ganz schweres Higgs-Boson habe, ist die Sache ziemlich langweilig. Dann sind es praktisch nur noch diese 3 hier oben. Die anderen sind so selten, die kann man dann nicht messen. Wenn man ganz unten sitzt, dann ist es auch langweilig, dann sind es praktisch nur die da oben. Und wo sitzen wir? Genau da. Das
ist der Sweet Spot. Da kann man fast alle Zerfälle messen. Das heißt, die Natur hat es mal ausnahmsweise wirklich gut mit uns gemeint. Wir können jetzt mit dem LHC das Higgs-Teilchen sehr, sehr genau untersuchen. Das Standardmodell macht jetzt extrem restriktive Vorhersagen darüber, wie oft wir welchen Zerfallskanal sehen. Ja, wie oft sehen wir denn jetzt welchen Zerfallskanal? Nun, Sie sehen, die Teilchenphysiker sind fleißig und machen ganz, ganz viele Messungen. Jeder Punkt da ist eine Messung, horizontal aufgetragen, damit man hier links noch hinschreiben kann, was genau gemessen wurde. Das sind also alle möglichen Arten, das Higgs-Teilchen zu produzieren und es wieder zerfallen zu lassen. Und alle diese Kanäle wurden gemessen. Und um nicht so viele komische Messgrößen da auftragen zu müssen, hat man sich darauf geeinigt, dass man die Messung durch den vom Standardmodell vorhergesagten Wert teilt. Da muss immer 1 rauskommen, wenn das Standardmodell recht hat. Und nicht 1, wenn es nicht recht hat. Und die 1, die ist hier, wo der rote Pfeil ist. Und auf dieser Seite, das sind die Messungen des anderen Experiments, ansonsten dasselbe. Die ist da. Und Sie sehen, die Punkte, die schwanken alle um die 1. Sie sehen aber auch, dass diese Skala noch nicht sehr präzise ist. Hier geht es von minus 4 mal das Standardmodell bis plus 6 mal das Standardmodell. Und die Punkte variieren ganz gut. Also für diesen Kanal hier zum Beispiel hat man fast das Vierfache des Standardmodells gemessen. Aber diese roten Balken hier, das sind statistische Unsicherheiten. Das heißt, das ist keine statistisch signifikante Abweichung. Wir müssen viel, viel mehr Daten sammeln. Im Moment sieht es so aus, mit der Genauigkeit, die wir jetzt erreichen können, stimmt das Higgs-Teilchen mit seinen Kopplungen an die anderen Teilchen mit dem überein, was das Standardmodell sagt. Das heißt aber nicht, dass das auch so bleibt, wenn man genauer misst. Man kann das jetzt auch noch in einer ganz interessanten Art und Weise auftragen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass dieses Higgs-Boson nicht nur die Massen erzeugt, sondern dadurch, dass es die Massen erzeugt, auch besonders gerne sich Teilchen greift, die eine große Masse haben. Und das kann man jetzt auch messen. Und jetzt haben wir hier mal das Maß, wie gerne das Higgs-Teilchen, das Teilchen sich greift, das nennt man die Kopplungsstärke hier oben. Und nach hier unten die Masse des Teilchens, das vom Higgs-Teilchen gegriffen wird. Da haben wir also hier relativ leichtes Teilchen, das Myon, und hier oben das schwerste, was wir kennen, das Top-Quark. Und dann sieht man, dass das genau auf so einer Geraden liegt. Und das ist genau das, was das Standardmodell vorhersagt. Je schwerer das Teilchen, desto stärker die Kopplung. Und dieses Top-Quark da oben, das ist so schwer, dass diese Kopplungsstärke in Zahlen 1 wird. Das Top-Quark koppelt am allerstärksten. Das ist deswegen das eins der wichtigsten Teilchen, um zu überprüfen, ob das mit dem Higgs-Boson stimmt. Wenn nicht, dann sehen wir das wahrscheinlich am ehesten da. Und dieses Top-Quark hat also eine Masse von 173 Gigaelektronenvolt. Das ist schwerer als das Higgs-Boson. Das ist ungefähr die Masse eines Goldatoms. Die Kopplung ist sehr groß und es lohnt sich, dieses Teilchen zu erforschen. Und deswegen zeige ich Ihnen einmal hier so ein Ereignis, wo höchstwahrscheinlich 2 Top-Quarks erzeugt wurden. Wie geht das? Nun, wenn in einer solchen Proton-Kollision ein Top- und ein Antitop-Quark erzeugt werden, Materie und Antimaterie übrigens, ist nichts Besonderes für uns, passiert dauernd, dann zerfallen diese Top-Quarks anschließend sofort, die sind sehr instabil, und zwar in die leichteren Quarks, die wir B nennen, B und Anti-B hier in dem Fall, das Antitop-Quark. Und zusätzlich entsteht jetzt noch begleitend, das ist eine schwache Wechselwirkung, entsteht begleitend in diesem Fall noch ein Elektron und ein Neutrino. In dem einen Fall, das ist ja zufällig, im anderen Fall ist es ein Myon und ein Neutrino. Und Sie sehen, das ist ziemlich viel Zeug, was da entsteht. Und kann man das im Detektor wirklich sehen? Und hier sehen Sie das jetzt. Zunächst mal gibt es diese beiden Quarks. Die Quarks haben die Eigenschaft, dass sie nicht sehr weit kommen. Die gehen unmittelbar über in andere Teilchen, die auch Quarks enthalten, und bilden dann so einen Spray von Teilchen, den wir Jet nennen, also ein Teilchenbündel, was da rausfliegt, in Richtung der Flugrichtung von einem Quark. Und diesen Spray sehen Sie hier für das Anti-B-Quark und hier für das B-Quark. Ja, es ist also ein enges Bündel von Teilchen, ganz typisch für einen Quark. Dann haben wir das Elektron, das ist diese grüne Spur hier, die dann tatsächlich im inneren Kalorimeter die Energie deponiert, der Fingerabdruck des Elektrons. Dann brauchen wir noch ein Myon, haben wir schon gelernt. Das ist ein Teilchen, was durch den ganzen Detektor durchfliegt und auch noch außen sichtbar ist, in den äußeren Kammern.
Wunderbar. Und dann brauchen wir noch die beiden Neutrinos. Jetzt hatte ich aber gesagt, Neutrinos fliegen durch alles durch und machen keine Wechselwirkung. Ja, so ist es auch. Die fliegen auch durch den Detektor durch. Und die sieht man nicht. Wenn ich aber jetzt alles andere, was ich in dem Ereignis sehe, zusammenzähle, dann stelle ich fest, das ist nicht balanciert. Da fehlt in einer Richtung ein Rückstoß. Die Energie fließt hauptsächlich in die eine Richtung, in der anderen Richtung fehlt was. Das ist hier auch eingemalt. Das nennen wir fehlende Energie. Und das ist gerade die Energie, die die Neutrinos, die beiden Neutrinos wegtragen. Die sehen wir also indirekt trotzdem. Also die gibt es tatsächlich. Und dann kann man jetzt natürlich die Frage stellen, und was passiert am anderen Ende? Bei den ganz, ganz kleinen Massen, so gut wie null bei den Neutrinos, das ist hier nicht gezeigt, das wäre dann irgendwo ganz weit da hinten, die dürften dann ja gar keine Kopplung ans Higgs-Boson haben. Ja, dann lassen Sie uns diese Neutrinos noch mal ganz kurz ein bisschen genauer angucken. Das Standardmodell sagt, die Neutrinos sind masselos. Wenn die Neutrinos aber doch eine Masse hätten, dann könnten sie sich, das kann man nachrechnen, das müssen Sie mir jetzt glauben, dann könnten sie sich ineinander umwandeln. Also wenn zum Beispiel in unserer Sonne, wie ich Ihnen ja erklärt habe, Neutrinos entstehen, nämlich dieser Typ des Neutrinos, was zum Elektron gehört, dann kann sich dieses Neutrino in ein zum Beispiel Neutrino, was zum Myon gehört, umwandeln auf dem Weg zur Erde und wir sehen das falsche Neutrino auf der Erde. Und die Häufigkeit dieser Umwandlung, die Frequenz, mit der das passiert, die ist proportional zur Differenz der Quadrate der Massen dieser beiden Neutrinos. Wenn die jetzt dieselbe Masse hätten oder beide masselos wären, dann wird das gar nicht passieren. Aber in der Tat beobachten wir das, dass das passiert, mit Neutrino-Detektoren, die genau dafür gemacht sind auf der Erde. Und es gibt noch einen zweiten Effekt. Wir werden permanent aus dem Weltall von einer Strahlung, die man kosmische Strahlung nennt, bombardiert. Das sind im Allgemeinen hochenergetische Protonen, die knallen irgendwann auf die Erdatmosphäre und erzeugen dann sogenannte Luftschauer und in diesen Luftschauern entstehen Neutrinos und zwar sehr viele Myon-Neutrinos, auch andere, aber vor allem Myon-Neutrinos. Und wenn ich jetzt hier einen Detektor irgendwo, einen Untergrunddetektor, der gut abgeschirmt ist, damit man nichts anderes mehr sieht oder hauptsächlich noch Neutrinos sieht und sonst nichts, hier irgendwo in der Erde habe, und hier so ein Luftschauer passiert, zum Beispiel auf der anderen Seite der Erde, das ist dem Neutrino völlig egal, dann kann das hier durch die ganze Erde durchlaufen und dann vielleicht zufällig doch mal eine Wechselwirkung machen bei dem Detektor und nachgewiesen werden. Ab und zu passiert das halt. Und auf dem Weg durch die Erde durch kann dieses Myon-Neutrino sich beispielsweise in sein Partner-Neutrino von dem Tau-Lepton, dem allerschwersten, umwandeln. Das ist in der Tat das, was hauptsächlich passiert. Aber nur dann, wenn die unterschiedliche Massen haben. Das geht wieder proportional zum Unterschied im Massenquadrat. Wenn wir diese Oszillationen also beobachten, wissen wir, die Neutrinos haben nicht alle dieselbe Masse, also können sie auch nicht alle masselos sein. Höchstens ein Neutrino kann noch masselos sein. Die beiden anderen sind mit Sicherheit nicht masselos. Aber wir wissen nicht, wie groß die Masse ist, wir wissen nur, wie groß die Massendifferenzen sind. Genauer gesagt, die Quadrate. Ja, und vielleicht erinnern Sie sich, im Jahr 2015 hat es genau für diese beiden Entdeckungen den Nobelpreis für Physik gegeben. Ja, also dieser Herr hier hat die solaren Neutrinos gemessen und der Herr hier, also der hat das nicht selber gemacht, der hat seine große Gruppe angeleitet und er hat es mit den atmosphärischen Neutrinos gemacht. So, also damit haben wir gesehen, die Neutrinos, die machen schon so ein bisschen einen Seitwärtsschritt und brechen aus unserer Theorie aus und wir wissen noch nicht so richtig, was mit diesen Massen los ist und die anderen Massen verstehen wir sowieso auch nicht. Aber wir haben ein komplettes Modell und die Leute haben natürlich damals, als wir das dann komplettiert haben, sofort Briefe geschrieben an den Senator, die Physik ist jetzt verstanden, weil das Higgs-Teilchen gefunden wurde und dann können wir sie jetzt auch schließen und das Geld kann in die Geisteswissenschaften gehen. Das haben wir etwas anders gesehen. Ja, es ist nämlich so, dass wenn man jetzt von diesem Standardmodell ein bisschen weiter nach rechts rückt, dann sehen Sie, da wird es ganz dunkel. Das ist die Welt jenseits des Standardmodells und wir wissen, dass sie da ist. Und ich kann Ihnen nicht die Antwort geben, wie die Welt funktioniert. Da gibt es zum Beispiel dunkle Materie, über die ich jetzt noch ein bisschen was erzählen werde. Es gibt aber auch die dunkle Energie, die das Weltall beschleunigt auseinandertreibt. Das wissen wir ungefähr seit dem Jahr 2000. Hat es auch schon einen Nobelpreis für gegeben.
Es gibt Leute, die vermuten, dass der Raum mehr als drei Dimensionen haben könnte. Die Gravitation ist keine Quantentheorie heutzutage, das ist die allgemeine Relativitätstheorie. Wir können sie nicht mit der Quantentheorie vereinbaren, jedenfalls noch nicht richtig konsistent. Wir vermuten, dass diese ganzen Kräfte hier auf eine einheitliche zugrunde liegende Kraft zurückzuführen ist, aber welche das ist und wo das passiert und wie das geht, wissen wir nicht. Wir verstehen die Neutrinomassen nicht, wir verstehen das Massenspektrum nicht. Und es ist auch so, das habe ich Ihnen jetzt nicht so genau erklärt, dass wenn man dieses Standardmodell anguckt, man das Gefühl hat, dass an einigen Stellen, insbesondere auch da bei der Higgs-Masse, irgendjemand extrem präzise auf, ich weiß nicht, 50 Stellen hinterm Komma oder so, irgendeinen Parameter auf Null gedreht hat oder genau eingestellt hat, damit das so sein kann. Das sieht sehr unnatürlich aus. Es kann natürlich einen Schöpfer geben, der das tut, aber meistens steckt doch irgend noch ein anderer Grund dahinter, eine Symmetrie oder irgend sowas, was das erklärt. Aber wir wissen nicht was. Das heißt, dieser dunkle Raum hier auf der rechten Seite, der ist viel größer als das hier. Und das kann ich auch quantifizieren, wenn man nämlich fragt, das Weltall, unendliche Weiten, Sie erinnern sich, ist da sonst gar nichts mehr? Doch, da ist noch was. Das ist nämlich das, was wir kennen. Das, was ich Ihnen gerade erklärt habe, macht 5% der Materie, macht 5% dessen aus, was im Universum existiert. Viel mehr ist Materie, die wir überhaupt nicht kennen. Die nennt man dunkle Materie, 27%. Der ganze Rest ist dunkle Energie. Und die verstehen wir auch nicht. Das heißt, wir sind jetzt gerade mal so bei dem, wie funktioniert die Welt, so bei 5% angekommen. Also machen Sie die Physik nicht dicht, ja? Also falls hier irgendwelche Politiker sind, Sie haben mich gehört. Auch nicht in Stuttgart, ja? Also wir kennen mal gerade 5% und müssen deswegen weitermachen, wenn wir Wissen schaffen wollen. Wenn wir das nicht wollen, können wir natürlich aufhören. So, und woher wissen wir das denn mit dieser dunklen Materie jetzt eigentlich? Ich sage hier, wir wissen, dass es die gibt. Ist das denn wirklich so? Ja, 100% sicher ist man nie, aber ich zeige Ihnen jetzt mal, was wir als Evidenz dafür haben. Und der große Mann, der das erstmals vorgeschlagen hat, ist Fritz Zwicky. Und der hat sich einen Galaxienhaufen angeguckt, den Koma-Haufen, der in einer relativen Nähe zu uns sich befindet. Sie sehen hier ein Bild von dem Koma-Haufen, also alle diese verwaschenen Flecke, die Sie da sehen, das sind Galaxien. Und was der Fritz Zwicky gemacht hat, ist, er hat sich die Rotverschiebungen und Blauverschiebungen von Spektrallinien angeguckt, durch einen Doppler-Effekt, und hat daraus gemessen, mit welcher Geschwindigkeit die Galaxien sich gegeneinander bewegen. Und dann hat er sich am Kopf gekratzt. Denn wenn man diese Geschwindigkeiten nimmt und dann die Gravitationskraft zwischen den Galaxien ausrechnet, dann stellt man fest, die reicht überhaupt nicht aus, die Galaxien zusammenzuhalten. Er hat das ein bisschen wissenschaftlicher formuliert und hat das über das sogenannte Virialtheorem gemacht. Aber stellt sich heraus, der Haufen müsste 400 Mal schwerer sein als das, was man da sieht, um stabil zu sein. Nun war Fritz Zwicky nicht dumm, der wusste auch, dass viel von der Materie in so einem Galaxienhaufen aus Gas besteht, welches man nicht im optischen Bereich sieht, viel mehr als das, was man sieht. Aber das kann man rausrechnen, das kann man heutzutage auch messen, zum Beispiel mit der Röntgenstrahlung, die von solchen Galaxienhaufen ausgeht. Und dann stellt man raus, da fehlt immer noch mindestens ein Faktor 10. Und dann hat er gesagt, das ist dunkle Materie, die also nicht elektromagnetisch wechseln wird, kein Licht aussendet. Zweites Argument. Wir können uns solche Spiralgalaxien angucken hier. Sehen Sie es schematisch, ja, die hat also in der Mitte so einen Kern, wo ganz viele Sterne sind und dann werden das immer weniger, die in diesen spiralförmigen Strukturen hier außen existieren. Das ganze Ding dreht sich. Wenn ich jetzt seitlich auf so eine Spiralgalaxie gucke, kann ich wieder über die Dopplerverschiebung von Spektrallinien messen, wie schnell sich die Sterne in Abhängigkeit von dem Abstand vom Kern bewegen. Und das ist hier aufgezeichnet. Das ist der Abstand vom Kern und das ist die Geschwindigkeit, die man misst. Und wenn jetzt wirklich die Masse hauptsächlich hier unten in diesem Kern steckt, dann erwartet man diese gestrichelte Linie. Insbesondere bei großen Abständen, wenn man außerhalb der Galaxie ist, muss die Rotationsgeschwindigkeit runtergehen. Die kann man übrigens da dann am besten messen, weil da keine Sterne mehr sind, wenn man Gase dann anschaut, Wasserstoffgas zum Beispiel, da gibt es Radiolinien, die man dann beobachten kann. Und was man misst, ist das.
Und das ist ein dramatischer Unterschied hier. Ja. Man kann diesen Unterschied erklären, wenn man annimmt, dass diese Galaxie hier in einen riesen Bubbel, also eine große Blase hier, von dunkler Materie eingebettet ist, die dann nach außen allmählich dünner wird. Das ist die Erklärung für die Rotationskurve. Und jetzt zeige ich Ihnen noch eine dritte Evidenz, woraus wir schließen, dass es sowas geben muss. Das ist dieses hübsche Bild von dem Bullet-Cluster. Bullet, weil wie eine Gewehrkugel eine Galaxiengruppe durch eine andere durchgeflogen ist. Das ist nicht so schlimm, wie sich das anhört. Die treffen sich nicht. Also der Raum dazwischen ist so groß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Galaxien sich genau treffen, dabei praktisch null ist. Die fliegen einfach durcheinander durch und alle verwaschenen Flecke, die Sie da sehen, sind also Galaxien von diesen beiden Haufen, die durcheinander durchgeflogen sind. Dann sind da noch so rote und blaue Farben eingezeichnet. Und die sind, das sind keine Fake News, aber das sind Falschfarben. Ja, das sind also nicht, das sieht man nicht im Fernrohr so. Was ist das Rote? Das Rote ist die Intensität der Röntgenstrahlung, die man mit Röntgenteleskopen gemessen hat. Da sind also zwei Bereiche, die Röntgenstrahlen aussenden und die sind hinter den Gruppen der Galaxien, die hier sich befinden, zurückgeblieben. Und das ist das Gas zwischen den Galaxien. Gas ist nämlich nicht kollisionsfrei, das geht nicht durcheinander durch, das bleibt hängen. Das reibt, heizt sich auf und wird so heiß, dass es Röntgenstrahlung aussendet und bleibt zurück. So, und jetzt ist die Frage, wo ist denn jetzt eigentlich die Masse? Und das macht man mit einem weiteren Trick, nämlich mit sogenannten Gravitationslinsen. Wenn man sich jetzt Galaxien im Hintergrund, da sind ja ganz viele dunkle Pünktchen noch dahinter, anguckt, dann wird durch diese ganze Masse, die da vorne sitzt, das Licht von den Galaxien ein bisschen abgelenkt durch Gravitationskräfte und die Galaxien werden verzerrt. Und aus der statistischen Verzerrung der Galaxienbilder kann man auf statistischem Wege auch rekonstruieren, wie viel Masse an welcher Stelle war. Und wenn ich jetzt mit blauer Farbe einmale, wo viel Masse ist und wo wenig, dann sieht man, die Masse liegt genau da, wo auch die Galaxien sind. Aber es ist viel mehr an Masse, als die Galaxien ausmachen. Das muss die dunkle Materie sein. Die ist genauso kollisionsfrei durcheinander durchgelaufen wie auch die Galaxiengruppen, aber nicht wie das Gas. Und das ist ein weiterer Hinweis nicht nur auf die Existenz der dunklen Materie, sondern auch, dass sie nicht mit sich selbst, also nur sehr, sehr, sehr wenig mit sich selbst wechselwirkt. So ähnlich wie die Neutrinos. Okay, also Bestandsaufnahme, das ist dunkle Materie, das sind also Teilchen, die keine elektromagnetische Strahlung aussenden, sie müssen elektrisch neutral sein, sie dürfen auch nicht die Kräfte, die Kernkräfte spüren, sonst würden sie dauernd überall anecken. Sie müssen der Gravitationskraft unterliegen und möglicherweise noch andere schwache Wechselwirkungen spüren. Was ist denn jetzt mit dem Neutrino, wo wir es doch gerade schon erwähnt haben? Dann muss ich Ihnen noch eine Beobachtung zeigen. Was man hier gemacht hat, in einem gewaltigen Aufwand, ist Galaxien zu zählen. Und zwar Galaxien als Funktion des Abstandes zu uns. Der Abstand zu uns ist hier nach außen als Radius aufgetragen. Und jetzt hat man hier aufgetragen, jede Galaxie kriegt einen Punkt, und die hat man jetzt da aufgetragen in einer kleinen Tortenscheibe mit plus minus 1,5 Grad Öffnungswinkel, so nach oben geguckt und nach unten geguckt, und zwar nach oben und unten geguckt bezüglich unserer galaktischen Ebene, um nicht irgendwelche möglichst wenig Vordergrundsterne im Bild zu haben. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie diese Galaxien da verteilt sind, dann sieht man, da gibt es solche Bänder und solche Blobs hier und dazwischen dann leere Räume und sowas. Das ist keineswegs einfach nur so ein Brei, ein unstrukturierter Matsch, sondern es ist eine Menge Struktur entstanden, dadurch, dass sich die Materie zusammengezogen hat. Das spiegelt genau wider, wie sich die dunkle Materie zusammengezogen hat. Die Galaxien sind der dunklen Materie einfach gefolgt. Wenn das jetzt Neutrinos wären, die sind ja so wahnsinnig leicht, wie ich ihn gezeigt habe, dann wären die gleich am Anfang schon mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend geflogen und hätten anstatt zusammenzuklumpen alles noch mehr durcheinander gewirbelt, weil sie sich so schnell bewegen. Diese Verklumpung hier kann nur erklärt werden, wenn die Teilchen langsam waren. Das heißt, sie müssen schwer gewesen sein und die Neutrinos sind nicht schwer. Jedenfalls nicht die Neutrinos, die wir kennen. Es muss also ein neues Teilchen sein, wenn es ein Teilchen ist. Deswegen glauben die meisten Leute, aber nicht alle, heute, dass die dunkle Materie aus sogenannten WIMPs besteht. Das ist eine Abkürzung für Weakly Interacting Massive Particles,
schwach wechselwirkende massive Teilchen, insbesondere keine Neutrinos. Und es gibt auch, und das ist der einzige Ansatz, den ich Ihnen mal zeigen will, ganz, ganz viele Theorien, wie das kommen kann als Erweiterung des Standardmodells. Und die populärste von allen nennt man die Supersymmetrie. Symmetrie ist was, was wir Physiker alle sehr mögen. Und ich habe Ihnen jetzt hier mal symbolisch zumindest so einen Spiegel hingemalt. Das soll der Supersymmetriespiegel sein. Und jetzt zeige ich Ihnen hier mal ein Teilchen, das Quark. Das haben wir jetzt ja schon kennengelernt. Habe ich schon gesagt, das hat einen Spin, einen Eigendrehimpuls, einen Drall. Und zwar mit dem Wert 1,5. Und das kriegt jetzt in diesem Spiegel ein Partnerteilchen, ein gespiegeltes Teilchen, das nennt man das Quark, das hat den Spin 0. S steht für Skalar, deswegen Quark. Ja. Das Gluon, das Klebeteilchen, hat Spin 1. Das bekommt im Spiegel dann einen halbzahligen Spin, Spin 1,5, und man nennt das Teilchen Gluino. Und das kann man so weitermachen mit allen Teilchen. Immer die ganzzahligen kriegen halbzahligen und die halbzahligen ganzzahligen. Und die gehören zusammen, paarweise. Und dann gibt es noch diese Kameraden hier aus dem Standardmodell. Da gibt es das Photon, das Z, das war dieses schwach wechselwirkende Teilchen, was neutral ist. Und dann gibt es, ja, jetzt habe ich hier hingeschrieben Higgs-Bosonen. Das ist jetzt ein Problem bei dieser Supersymmetrie. Wenn das funktionieren soll, braucht man aus technischen Gründen mehr als ein Higgs-Boson. Man braucht sogar 5 Stück. Deswegen suchen wir auch weiter, ob es noch mehr gibt. 2 davon sind neutral, die sind hier unten eingezeichnet, da haben wir 4 neutrale Teilchen, die alle einen ganzzahligen Spin haben, 1 oder 0, und die kriegen Partnerteilchen, die mit dem Spin 1,5, die man zusammengefasst als die Gruppe der Neutralinos. Also die sind alle neutral, dann sind das die Neutralinos bezeichnet. Und ja, das leichteste dieser Neutralinos ist in vielen von diesen supersymmetrischen Theorien ein stabiles Teilchen, weil es nicht weiter zerfallen kann. Und das ist damit der natürliche Kandidat für die dunkle Materie. Beim Urknall sind die alle entstanden, die anderen supersymmetrischen Teilchen sind zerfallen, das kann nicht zerfallen, ist heute noch über. Hat alle Eigenschaften, die man braucht. Wir suchen nach diesen Teilchen, und zwar mit 3 verschiedenen Methoden. Eine haben Sie schon kennengelernt. Ich will Ihnen kurz noch sagen, was die anderen sind. Es geht nämlich jetzt auch in die Astrophysik rein. Was wir verwenden, ist eine sehr selten stattfindende, aber hoffentlich doch gelegentlich stattfindende oder mit ziemlicher Sicherheit stattfindende Reaktion, wo nämlich auf der einen Seite 2 von diesen WIMPs zusammenkommen und dann über ein großes Fragezeichen verknüpft sind mit Teilchen, die es im Standardmodell gibt. Auf die Weise sind diese WIMPs vermutlich ganz am Anfang nach dem Urknall mit den Standardmodellteilchen in Kontakt gewesen. Das kann heute noch selten passieren, wenn die WIMPs zusammenkommen. Nun hat man 3 Möglichkeiten. Man kann Standardmodellteilchen nehmen, zum Beispiel Protonen, sie heftig aufeinander klatschen und dann gucken, ob WIMPs hinten rauskommen. Das macht man am LHC. Das ist die Erzeugungsmethode. Man kann auch in das Weltall gucken, wo die WIMPs ja rumschwirren in großer Zahl und hoffen, dass mal 2 von denen zusammenstoßen und Standardmodellteilchen machen, zum Beispiel Gammaquanten, die man dann mit Gammaquantendetektoren, zum Beispiel dem Fermi-Satellit, der um unsere Erde kreist, detektieren kann. Oder, das hört sich jetzt langweilig an, ist es aber nicht, man kann sich hinsetzen und warten, dass ein solches WIMP gegen ein Standardmodellteilchen, das ist ein Kern in meinem Detektor, der allerdings ein Hightech-Detektor ist, und dann daran abprallt und verschwindet, dann erstmal nichts mehr macht, denn diese WIMPs reagieren fast überhaupt nicht mit Materie. Der Kern kriegt einen kleinen Rückstoß und der wird im Detektor gemessen. Das nennt man die direkte Methode. Das macht man in Labors tief unter der Erde mit speziellen Detektoren. Und ich will Ihnen mal ganz kurz einen Blick, erstmal will ich Ihnen was zeigen zu der indirekten Methode, zu den Ergebnissen. Was wir da also jetzt machen, zum Beispiel mit dem Fermi-Satelliten oder auch mit anderen Gammastrahlungsobservatorien auf der Erde, ist, wir gucken in Regionen, wo eine große Massenansammlung ist. Da müsste auch viel dunkle Materie sein. Diese dunkle Materieteilchen müssen sich häufig vernichten. Das sind zum Beispiel sogenannte Zwerggalaxien in der Nähe unserer Galaxie oder aber unser eigenes galaktisches Zentrum. Das ist eine große Massenansammlung. Und da guckt man dann zum Beispiel hin, da ist eine Menge los, da gibt es auch Gammastrahlungsquellen, die hier alle als solche Blobs eingezeichnet sind, die blendet man alle aus
und schaut dann nach außen, ob da noch ein Signal überbleibt, was nach außen dann auch abnehmen müsste. Und die etwas frustrierende Nachricht ist, dass wir bisher nichts gefunden haben. Allerdings ist die Sensitivität auch noch nicht ganz so, dass man es erwarten könnte. Hier gibt es dann solche Ausschlussgrenzen, die man dann ableiten kann. Hier ist die Masse dieser hypothetischen REM-Teilchen aufgetragen und hier die Häufigkeit, mit der man den Zerfall sieht. Und so eine Kurve hier bedeutet dann, alles, was oberhalb der Kurve liegt, können wir ausschließen. Aber was unterhalb liegt, können wir noch nicht ausschließen. Und diese blaue, dicke Linie hier ist das, was wir von der Kosmologie erwarten. Da kratzen wir noch nicht ganz dran, aber wir kommen näher. Dann zu dieser direkten Methode. Da habe ich gesagt, hinsetzen und warten, aber mit Hightech-Detektoren. Das sind große Kryostaten normalerweise. Ja, bei allen sind Kryostaten beteiligt, aber das hier ist also insbesondere ein Typ-Experiment, bei dem man Kristalle praktisch auf den absoluten Nullpunkt runterkühlt. Solche Calcium-Wolframat-Kristalle hier. Und das ist also nur ein kleiner Teil des Detektors hier im Inneren. Alles drumherum ist Abschirmung, damit man sicher geht, dass nicht durch irgendwelche radioaktiven Prozesse irgendetwas in den Detektor reingelangt. Man schaut auch danach, ob was passiert. Wenn man es gemessen hat, weiß man, das Ereignis war nichts. Und dann sitzen die noch tausende von Metern unter der Erde, um abgeschirmt zu sein gegen kosmische Höhenstrahlung und so. Und diese Kristalle hier, das sind also diese Hightech-Instrumente, die bei tiefer Temperatur dann tatsächlich den Stoß eines einzelnen WIMPs an einem Atomkern nachweisen können. Das passiert so, wenn so ein WIMP da vorbeikommt und hier so einen Stoß macht, dann entsteht in diesem Kristall eine kleine Erschütterung, eine Gitterschwingung. Und diese Gitterschwingung läuft durch den Kristall durch und wird am Ende tatsächlich, das hört sich jetzt komisch an, im Moment ist tatsächlich ein Thermometer, ein supraleitendes Thermometer, von diesem wird das nachgewiesen. Das ist so sensitiv, das wird genau in der Sprungtemperatur zur Supraleitung betrieben, dass es tatsächlich sehen kann, dass ein einzelnes Teilchen hier angestoßen hat. Und bei diesen Stößen, insbesondere wenn das gar kein WIMP war, sondern ein Untergrundprozess, entsteht auch meistens noch Licht. Und dieses Licht wird ebenfalls auf hier den zweiten Detektor absorbiert und dann wieder mit so einem Thermometer nachgewiesen. Und dann hat man unterschiedliche Signaturen, häufig also die Intensität dieser Gitterschwingung und die Intensität des Lichtes ist ganz unterschiedlich für WIMP-Streuung und für Untergrundprozesse. Und so kann man dann tatsächlich diese Ereignisse isolieren. Das ist ein ganz schwieriges Geschäft. Ein anderer Typ von Experimenten verwendet flüssige Edelgase, schwere Edelgase, Xenon insbesondere. Die haben dann so ein großes Volumen hier, da ist flüssiges Xenon drin, darüber ist eine gasförmige Phase und dann macht man praktisch das Gleiche, wenn hier so ein WIMP eine Streuung macht an so einem Teilchen, dann entsteht in dem Moment Licht, was über Sensoren nachgewiesen wird und es entsteht außerdem Ionisationsladung, Elektronen, die werden in einem elektrischen Feld abgesaugt nach hier oben und wenn sie dann die Flüssigkeitsphase verlassen und in die Gasphase übergehen, dann machen sie einen zweiten Lichtblitz und der wird auch aufgezeichnet. Und auch hier wiederum ist es so, dass die WIMPs und Untergrundreaktionen sich bezüglich dieser beiden Lichtsignale unterscheiden. So sieht sowas aus. Das steht im Gran-Sasso-Tunnel. Das ist das Xenon-One-Ton-Experiment. Das steckt also in diesem Bottich hier drin. Da hinten ist ein anderes Experiment, das Nachbarexperiment. Aber neben diesem Bottich steht auch nochmal eine mehrstöckige Hütte, wo die Messelektronik drin ist. Und dann kriegt man auch da heutzutage bisher leider nur Grenzen. Also wir wissen noch nicht, wo sich diese WIMPs wirklich befinden. Auf der unteren Achse ist hier wieder die Masse aufgezeichnet, auf der oberen Achse wieder so eine Häufigkeit, mit der man solche Reaktionen sieht. Und diese Kurven sind wieder so zu interpretieren hier, dass alles, was da drüber liegt, ausgeschlossen ist und alles, was da drunter liegt, noch möglich ist. Also auch da hat man in den letzten Jahren gewaltige Fortschritte gemacht. Und die nächste Experimentgeneration kommt gerade online. Und wie macht man das am LHC? Ja, da gebe ich Ihnen jetzt nur ein Beispiel. Das ist an den Haaren herbeigezogen. Das ist eins von vielen Methoden, wie man das machen kann. Zwei Protonen kollidieren und es werden zwei supersymmetrische Teilchen erzeugt. Im Proton sind Quarks und Gluonen drin. Die Quarks werden von Gluonen zusammengehalten, also entstehen ziemlich häufig, wenn es denn möglich ist, wenn die nicht zu schwer sind, die Partnerteilchen, Quarks und Gluinos. Das habe ich mal einfach zwei davon genommen. Und die können jetzt ganz verschiedene Sachen machen. Jedes Ereignis ist anders.
Zum Beispiel kann dieses Gluino ins Quark und einen Quark bilden. Das Quark zerfällt weiter in einen Quark und ein geladenes Partnerteilchen zu den Neutralinos. Das zerfällt weiter in ein Neutralino und ein Elektron und ein Neutrino. Auf der anderen Seite zerfällt das Quark in ein Quark und ein schweres Neutralino. Das schwere Neutralino zerfällt weiter in das leichte und ein Quark und ein Antiquark. So kann es sein. Ja? Es gibt viele andere Methoden. So, jetzt haben wir gesehen, wir haben ein riesen Durcheinander erzeugt, okay? Wahnsinnig viele Teilchen. Was haben wir jetzt gewonnen? Gucken wir mal das Ereignis an. Was haben wir da? Insgesamt habe ich jetzt 5-mal gesagt Quark. Für jedes von den 5 Quarks müssen wir also einen Jet sehen, so ein Bündel von Teilchen. Okay, schon mal gut. Das passiert nicht so oft. Dann haben wir da oben ein Elektron. Das ist auch gut, das gibt es auch nicht so häufig in diesen Ereignissen. Das müssen wir auch identifizieren. Was haben wir noch? Wir haben das Neutrino da oben und wir haben 2 von diesen Dark Matter Wimps und die Neutrinos und diese Dark Matter Wimps, die verlassen den Detektor ohne Wechselwirkung. Also suchen wir nach Ereignissen mit 5 Jets, einem Elektron und fehlender Energie. Das hört sich jetzt schon nicht mehr so durcheinander an. Gut, die kann man jetzt suchen, aber Vorsicht, es kann auch sowas passieren. Alles, was passieren kann, passiert auch. Proton kann auch 5 Jets so ein schwaches Kraftteilchen W- bilden und das kann zerfallen in Elektron und Neutrino und wir haben genau die gleiche Signatur. Man muss also dann schon genau gucken, wo die Teilchen hinfliegen, wie sind die verteilt, ob das genauso aussieht wie dieses da, ist die Rate genau wie dieser Untergrundprozess oder anders. Es ist also schwierig dann zu sehen, ob das jenseits des Standardmodells ist oder nicht. Und solche Ereignisse gibt es auch, hier ist so eins. Da haben wir die 5 Jets, fehlende Energie, und das Elektron. Das ist alles mit dem Untergrund bisher zu vereinbaren. Wir haben allerdings noch nicht so viel Strahlzeit gehabt mit dem LHC. Er läuft übrigens gerade wieder. Ja? Wir laufen gerade wieder an. So, und deswegen kann man auch hier im Moment nur Grenzen für die Massenskalen, wo diese WIMPs oder die neuen Teilchen liegen, angeben. Und die sind jetzt nicht ganz aktuell, aber fast. Da sehen Sie hier, diese 1 hier steht für 1 Teraelektronenvolt. Das ist also die Skala, die wir testen. Und das sind alles verschiedene Prozesse, die man untersucht hat. Und für jeden Prozess konnte man hier so eine Grenze angeben. Und die sind teilweise schon höher als 1 TeV, teilweise bei einigen 100 GeV und so. Aber ja, wir schieben diese Grenzen immer weiter nach vorne und hoffen natürlich, dass wir jetzt sehr bald was finden. Gut, ich glaube, jetzt habe ich Sie ziemlich gequält. Das war jetzt wirklich einmal durch die ganze Welt, ohne dass ich die Antwort drauf gegeben habe, wie die funktioniert. Und deswegen höre ich jetzt auch auf. Eine Antwort gibt es also nicht, tut mir leid. Aber das Fazit ist, wir haben einen großen Schritt gemacht in der Elementarteilchenphysik, indem wir das Higgs-Teilchen gefunden haben. Das ist nämlich das erste Skalarfeld und wir glauben, es gibt noch mehr davon. Die Komplettierung des Standardmodells ist höchstwahrscheinlich jetzt nicht, also mit Sicherheit nicht das Ende der Physik und höchstwahrscheinlich auch nicht das Ende der Elementarteilchenphysik. Das ist nämlich wahrscheinlich bloß der Schlüssel zu der Physik jenseits des Standardmodells. Allerdings die Suche nach diesen dunklen Materieteilchen, nach den WIMPs am LHC und auch bei den anderen Experimenten hat bisher nur Grenzen erzeugt, aber wir sind gerade dabei, in eine neue Generation von Experimenten einzutreten, auch am LHC. Also dann wird bald eine neue Strahlzeit kommen mit noch höherer Energie und höherer Strahlkraft, von der wir uns dann einiges versprechen, sodass Sie also immer mal in die Zeitung gucken sollten. Und ich würde übrigens auch am Ende nochmal sagen, ich finde es toll, dass wir hier hingekommen sind. Ich finde das noch viel toller von meinen Kollegen, dass sie diese Veranstaltung hier machen, denn diese Sachen, die ich Ihnen hier gezeigt habe, die kosten Steuergelder. Ja. Und deswegen haben Sie auch ein gutes Recht, mal zu erfahren, was wir eigentlich treiben. Also vielen Dank an die Veranstalter und vielen Dank vor allem auch an Sie, dass Sie gekommen sind und sich das angehört haben.